Hey. Verdammt! Deine Punkte. Ja. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Seven Days to Die. So, Jasmin würde uns mitnehmen. Ja, in der Alpha 21. Alpha. Jasmin wollte uns Kohle, mitnehmen zu sagenumwobenen Städten mit glorreichen Palästen. Hä? Da hinten, rechts. Siehst du das doch schon? Oh ja, ja, das sieht doch schon mal. Das sieht doch schon. Ja, mal. Da gehst du doch, da sterben wir doch. Ja, ich will ja nicht da rein, ich will ja nur in die Nähe. Ja, und wo bauen wir? So? In der Nähe. Ja, und wo? Ich würde sagen, so da links willst ist doch. Willst du komplett neu bauen? Ja, ja, also letztendlich ja. Klein minimalistisch angefangen und dann später halt eine Basis bauen. Ich bin zu dumm. Wieso hast denn du schon so einen Stab? Oh, es tut mir leid. Ich wollte jetzt nicht angeben, dass ich so high equipped bin. Mit meinem Schockstab Stufe 1. Ah ja. Ist immer lustig über mich. Das würde ich nie tun, Jasmin. Wenn du in der Hocke gehst, machst du mehr Damage, ne? Ja gut, aber nur, wenn sie dich nicht bemerkt hat. Du triffst sie ja nicht mal. Ich hab sie zweimal. Was? Was? Oh mein Gott. Ja. Nichts passiert. Keine Pfeile, keine Beweise. Oh. Also hier irgendwo. Aber dann werden die ja voll viel bei Blutmond kommen, ne? Voll viele. Nee. Das ist ja prozentual geregelt. Ja, das sagst du jetzt. Das sieht aus wie eine Landebahn hier. Da hinten ist ein Haus. Ah, du falscher Hase. Da hinten rechts sind noch Häuser, du. Ja. Ja. Und du? So. Was hast du jetzt vor? Ich will gleich erstmal einen Schlafsack platzieren. Aber wo denn? Das kommt jetzt drauf an. Auf was? Wolltest du jetzt nicht ins Haus? Wolltest du jetzt bauen oder? Ja. Ich möchte ein Provisorium bauen. Erstmal. Dankeschön. Ma'am, bitte verlassen Sie das Baugrundstück. Ich danke für Ihre Kooperation. Das sieht ja doof aus, ne? Ich bin durstig und da kann ich nicht schießen, oder was? Toll, das Huhn ist weg. Danke dafür.
So. Da. So, dann können wir nämlich gleich mal ein paar Eierchen kochen. Ja. Ah, hier ist die Hitbox im Weg. Oh Gott. Das kann sich nur um Stunden handeln. Hey, wo bist du denn jetzt? Ich bin an der am Werbeplakat. Was machst du da? Wie komme ich da hoch? Da ist in der Mitte ein nicht übersehbarer Block. Ja, aber da komme ich ja nicht hoch. So, dann dürfte ich doch von hier aus... Hier sind wir ja gar nicht geschützt, wa? Wieso? Naja, wenn wir das Lagerfeuer haben, sehen die uns? Na, wir wollen ja später, möchte ich ja nochmal richtig eine Basis bauen. Ich möchte hier nur so ein Provisorium haben, wo wir uns Essen machen können und, fall jetzt aber nicht runter. Natürlich die Frage, wie kommen wir hier runter? Der eine muss noch weg. Auch mit der Leiter, so wie wir das... Boah, hier musst du aufpassen, dass du nicht runterfällst, ey. Kannst du mir mit dem einen hier helfen? Ich kann ihn nicht reparieren, ich habe keinen Stein. Hast du Stein? Jetzt mal ein bisschen was gesammelt, wa? Ist schon okay, du kannst es auch weghauen. Platz für den Stein, das ist keine Ausdauer mehr und ich habe nur eine Sache zu essen. Tada. So. Ich jetzt meinen Schlafsack hier einfach irgendwo hinlegen?
Ja, den kann, genau, den können wir schon mal platzieren. Ja, wo denn? Passt hier gar nicht. Oh, der braucht Platz, ne? Tja, Patrick. Ja, da kümmern wir uns gleich drum, Jasmin. Keine Panik. Doch, weil ich gleich sterbe, weil ich Hunger habe. Ich bin so blöd, hier gerade die Dings zu... Ich kann hier nicht bauen, weil... Wegen dem Geländer. Oh Gott. Das habe ich mir irgendwie geiler vorgestellt hier. Ja. Ich darf hier trotzdem nicht bauen. Okay, dann muss... ja, dann machen wir das anders. So. Brauchst du jetzt? Nur den provisorischen Unterschlupf. So, 1, 2, 3. Ich habe jetzt nichts mehr zu essen. 15 Eier habe ich, einmal Maiskörner. Heilbeeren, Sandwich habe ich noch, Kürbiskerne. So, ich tausche jetzt einmal die Leiter gegen Schlafsack. Was, Leiter gegen Schlafsack? Warte mal, den Schlafsack kann ich auch wieder aufnehmen, ne? Ich platziere den hier einmal kurz. So. Sind wir nicht in den Container da? Ja. Oben drauf erstmal. Ja. Nö. Wie war denn das? So werden wir das handhaben. Können wir den von... Ja, von unten, ne?
Wie heißen jetzt Baublöcke? So, Copy Shape. Jetzt muss ich wieder drehen. Geil. Bist du noch da, Jasmin? Ja. Das mag der wohl gar nicht. Ah? So. So, bevor wir das Ganze jetzt aufwerten, hier haben wir ja schon. Ah, hier kannst du gucken, was du schon alles haben kannst an Werkzeug. Ach, gehst das Menü durch? Das ist auch praktisch, ne? Wenn ich jetzt Fragen habe, kann ich jedes Mal zu dir kommen. Das Aufwerten macht so viel Spaß, Jasmin. Du solltest hier mitmachen, du verpasst was. Seitdem ich das Holz aufwerte, ist mein Leben voller Glück. Ja. Mit Freude erfüllt. Jo. Ich habe kein Holz mehr. Lagerfeuer. Ich habe auch keinen Stein. Oh. So, einmal Stein, einmal Holz. Bam, 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 bam. So, das reicht schon. So, mit O. Ich habe jetzt zum Trinken nur noch trübes Wasser. Nee, ich habe noch einen Kaffee. Ich habe auch noch ein Buch für dich, wenn du möchtest. Was denn? Sharpsticks. Für Speere. Okay. Oh, hey. So. Noch ein Holz. Oh Gott. Ich hoffe, dass hier in der Nähe auch noch mal ein Händler ist, weil bei dem Händlern gibt es Getränkeautomaten. Okay. 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 Ah, coole Story, Bro. Erzähl mir mehr davon. Nee, nicht. Oh. Das macht mich jetzt aber sehr traurig. Du bist eine Frau, die ganz genau weiß, wie sie meine Gefühle verletzen kann. Indem sie meiner Story nicht zuhört. So, den haben wir. Den. Ich habe schon wieder kein Holz mehr? Oh. Ich glaube, ich lege meinen Schlafsack auch erstmal hier hin. Weil dann, wenn ich drauf gehe, bin ich wenigstens wieder hier. Und sie hat Hunger.
Ich habe kein Holz. Und ich gehe bald drauf. Ja, ich würde ja gerne was kochen, aber ich habe kein Holz. Ich habe Holz. Kriege ich denn Holz? Wie viel brauchst du denn? Viel. Nee, so viel habe ich nicht. Verdammt. Gut, dann muss ich mir eigenes Holz holen. Hey Jasmin. Ja. Wo bist du? Hier. Ich komme gleich zu dir. Ich fäll noch schnell den Baum. Hä? Wo bist du denn? Warum? Was willst du denn? Falsche Taste. Ich habe gerade meine Steinaxt zermürbt. Naja, gut. Warum steht ein Ausrufezeichen hinter meiner Steinaxt? Weiß ich überhaupt. Ich hätte meine Axt jetzt bei dem Chaos fast nicht gefunden. Da kloppen sich schon wieder Katzen draußen. Hey Jasmin. Hm? Guck mal, was ich gefunden habe. Wieso habe ich denn ein Ausrufezeichen? Oh, ich muss eine Steinaxt fertigen. Hä, ich hab doch schon so viele. Guck doch mal. Pass auf. Was denn? Und? Was willst du schießen? Ja, kann ich mir auch bauen. Selbstgebaute Schrotflinte. Ja, Stufe 2. Und? Ah, Stufe 2, Jasmin. So, ich mache jetzt mal ein paar gekochte Eier. Scheiße, wir brauchen dafür Wasser. Ich mach verkohltes Wildbret, ja? 3. Mhm. Wir sind tot. Ja. Du hast nicht rein zufällig ein bisschen Wasser bei dir in der Tasche? Ein. Aber ich habe noch. Oh. Ein einzigen habe ich. Jetzt noch einmal stornieren hier. Und einen Kochtopf habe ich auch noch. Bleibt dabei. Aber wir können gegrilltes Fleisch machen, sind auch nur 3. Nahrung 6. Keine Angabe. Ich hab hier noch einen Block. Brauchst du noch einen? Wie geil sieht das denn aus? Hast du das Lagerfeuer mal gesehen? Nö, aber jetzt. Wie cool. So. Und hier sollen wir sicher sein? Was bricht doch zusammen, wenn die dagegen hauen? Das müssen wir jetzt schnell machen. So. Nahrung. Ich denke, wir wollten mehr am Wasser sein. Das ist ja nur ein Provisorium.
Ja, das ist schön, aber das werde ich, glaube ich, nicht überleben. Hättest du ja auch so bauen können, dass du da ranbaust an dem Schild. Dass man da so rübergehen kann. Ja, das wollte nicht so, wie ich wollte. Und Fahrrad hätten wir denn schon mal. Ne, das hier wollte ich nur haben, damit wir die Stadt in Ruhe lassen können. Ja, Wasser, macht das denn Sinn, wenn wir jetzt gar kein Wasser mehr schöpfen können in der Form? Das kannst du doch abkochen, oder nicht? Ne, kannst du nicht mehr. Bist du sicher? Ja. Du brauchst dafür trübes Wasser. Doch, Wasser kannst du abkochen, tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, Wasser geht doch noch. Okay. Das geht ja in echt auch. Ja. Habe ich selber geguckt jetzt. Dann können wir Wasser nur nicht mehr im Wasser sammeln? Bist du da noch länger drin? Boah, alter Junge. Wasser. Warte mal kurz. Boah, ich hab schon wieder kein Holz. So. Komm gleich wieder. Ja. So, einmal die Müll durchforsten. Oh. Moin. Ich wollte jetzt hier nicht beim Campen stören. Oh. Er hat aber auch eine Range. Ah, ein schockendes Erlebnis, ne? Sucher beim Zeltplatz. So, oh, Beachborn. Geil. So, jetzt brauchen wir noch mehr Nahrung, mehr Trinken. So. Aber hier muss ja irgendwo auch Wasser in der Nähe sein, ne? Kann ja nicht alles hier Wüste sein. Das ist ja jetzt ärgerlich. Hier waren zwei Kartoffeln drin, die hätte ich beide essen müssen. Ja, ärgerlich. Ja, welch eine Schande. Nahrung für mich. Ja, so ist das als Egoist, ne? Ja, ja. Ich hatte auch ein ganz schlechtes Gewissen, als ich sie mir gegönnt Glaube ich dir habe. Nicht. Glaube ich dir überhaupt nicht. Null. Ich werde heute Nacht bestimmt nicht schlafen können, wegen dem, was ich getan habe. Was ist das denn? Na, die da. So,
So, den können wir auch noch wegnehmen. Alter, hat sich der Arm gedreht. Die kann hier Breakdance machen. Ey, die haut gegen dein Holz. Das hält nicht lange. Ach klar. Die haut dagegen. Ja. Ja, Uschbert, das bringt ja auch nichts, wenn du zum anderen Block gehen willst. Wo bist denn du? Mühsam Holz hacken, während mir die Arme wehtun von der ganzen harten Arbeit, die ich getätigt habe. Mhm. Voll unbeeindruckt. Mhm. Ja. So. Das haben wir jetzt. Oh, und ich kann nichts essen. Schön. Dann werde ich wohl gleich wieder auf Wiedersehen sagen. Hä, da ist doch Wildbret drin, ne? Ja, was bringt mit bitte? Ja, mehr als zwei Kartoffeln, ne? So. Nicht wirklich, ne? Mir fehlt Wasser. Kann ich gleich trinken. Und was habe ich nicht? Ach, Wasser! Muss looten. Genau, ich gehe jetzt bei der neuen Map um diese Uhrzeit looten. Jawohl. Ganz bestimmt nicht. Jasmin, bitte. Nee. Das ist doch gar nicht so schlimm hier. Doch. Die Nachbarn sind gewöhnungsbedürftig, aber im Großen und Ganzen, ne? Nee, danke. Lass mal stecken. Lassen Sie dieses mal stecken. Du hast nicht zufällig eine Kopfschmerztablette? Nee. Warte. Aber drüben in der Tasche ist noch eine Beinschiene, falls du brauchst. Was soll ich denn damit, wenn ich Kopfschmerzen habe? Du kannst dir um den Kopf stecken. Jo. Leg dir gleich was an den Kopf da unten. Hast du das gehört? Nee. Ich glaube, hier sind Indianer. Bam, 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 bam. So. Mit O. Wir werden so drauf gehen. Halb 10. Schön. Jetzt dürfte aber der Schlafsack auf jeden Fall Platz haben da oben. Mhm. Ich hab schon wieder kein Holz mehr. Boah. Ist ja der Wahnsinn, Jasmin. Komm mir vor wie ein holzloser Hackepeter. Nee. Mir fehlt an Essen, Trinken, Ausdauer, Holz, Jasmin. Die Apokalypse ist nichts für mich. Ich bin zu soft dafür. Soft Cake. So unverhofft. Soft. Ich habe schon wieder kein Holz mehr. So, welcher war denn jetzt hier meiner? Der hier vorne? Meiner war der da unten. Inventar ist voll. Aha. Das ist jetzt aber skurril. Oh. Achso, komm mal her, hier. Ich schmeiß dir jetzt hier ein Buch hin. Lies es oder lass es. So, hinter dir. Wie egoistisch sie es einfach gelesen hat, statt zu sagen so, nee, ist schon in Ordnung. Ich hab's ja noch nicht gelesen. Okay, ich hab nichts gesagt. Kannst du es kurz lesen, damit ich jammern kann? Wenn du gerne Löcher in Dinge stichst, ist scharf, bla bla, genau richtig. Verbessert werden, danke. Guck mal. Wir schlafen zusammen.
Ja, da kommt ich schon muss einer. Dich aber vorwarnen. Ich rede im Schlaf. Bock zu picken? Was? Nein. Hast du noch Holz in der Tasche? Nicht mehr viel. Die brauche ich für meine Axt. Lass das. Das waren Domestos Schläge. Wie viel Holz brauchst du denn? Das, was du entbehren kannst. Ja, komm mal her. Okay. Danke. Mhm. Das ist so typisch Patrick. Was denn? Er läuft überall durch die Gegend, aber sammelt nichts ein. Hey, ich habe mein ganzes Holz hier verbraten. Nein. So ein Baumhaus ist teuer. Vor allem ohne Baum. Genau, das wird nicht halten. Da muss das Gerüst nämlich auch noch bauen. Also ich gehe auf jeden Fall, wenn es hell wird, wieder da hinten mal gucken. Und guck da wegen Haus. Oh, guck mal, der Nebel. Guck mal, wie cool die das jetzt gemacht haben. Das sieht so schön aus. Ich hab Durst. Aber also, das war auch schon in der Vorgängerversion, fand ich den Sonnenuntergang, der sieht immer richtig geil aus. Sage jetzt schon mal tschüss, weil ich werde verdursten. Ich sage, ich mache keine. So. Würde das rein theoretisch? Verdammt. Verdammt. Es geht natürlich nicht. Ups. So. Reise zur Siedlung. Finde Händler. Reise zur Siedlung. Finde Händler. Ja, in 565 Metern. Macht das Sinn? Nee, macht keinen Sinn. Denn es macht jetzt keinen. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob das sinnvoll ist, jetzt schon die Sachen zu sortieren in drei Kisten, aber. Das soll Wieso ja hier. Sieht denn dein Lagerfeuer so aus und meinst so? Das soll ja nur vorübergehend sein. Weil ich noch einen Topf reingepackt habe und einen Ach, Grill. Klar. Ich habe noch einen Topf eigentlich. Alles gut, ich musste das nur als Quest machen hier. Ich brauch Wasser. Bitteschön. Ja, danke, ich brauch Wasser. Ich habe kein Wasser. Wasser. Ich hab kein Wasser. Wasser. So, dann würde ich sagen. Ja, wie weit ist wohl der nächste Händler entfernt? 565 Meter. In welche Richtung? Da. Hinten ist er. Das ist perfekt. Da sind wir gar nicht so weit weg. Das ist super, Jasmin, das ist super! Ja, ich möchte aber ein Haus haben und nicht sowas hier. Ja, ich baue dir ein Schloss. Nein, können wir nicht da hinten einfach nach dem Haus nachher gucken? Aus Sand. Eine Sandburg. Ich baue dir eine Sandburg. Das reicht hin. Mhm. Ja, wir könnten ja gegenüber anfangen zu bauen. Hm?
Aua, au, 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 warum? Für eine Mütze auf, ey. Habe ich sonst eigentlich irgendwas an? Nö. Eine Brille müsste ich noch haben, ne? Oder sieht man die nicht? Ja, Brille. Nee, dann würde ich sagen, dann fangen wir da drüben an, da schmeißen wir erstmal die Basis hin. Ja, also hier verbringen wir die ersten Blutmonde, sammeln den ganzen Scheiß zusammen. Hier? Nee. Hier verbringen wir gar keinen Blutmond, weil hier gehen wir drauf. Was ist das denn? Nix. Aber... Also bitte, nee. Aber... Dann suche ich mir selber ein Haus. Hier im Blutmond, die hauen ein paar Mal gegen die Balken und ruckzuck liegen wir unten. Nix da. Aber... Nix, da gibt's kein Aber in diesem Satz. Nein. Ja, aber... Aber ich hab's gebaut schon. Ja, richtig. Du hast es gebaut. Dein Vertrauen ist groß in mir, Jasmin. Ja, man hatte schon ein paar Missgeschicke, also 2 oder 3 an der Zahl. Was? Nie im Leben. Doch. Na Quatsch, nein. Aber sowas von. Nee, gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, du suchst eine neue Hütte, die als vorübergehendes Provisorium und ich fange schon mal an, da auszuheben. Hm? Nachts baue ich und tagsüber loot ich. Hm? Mhm. Alles Klärchen. So, dann sehen wir uns aber auf jeden Fall morgen wieder. Schaltet wieder ein, wir würden uns freuen. Begleitet uns auf unserem Abenteuer. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.